Pfeife funktioniert doch schon mal. Dass ich Sturmtruppler rufe, der die erste Ankühlung schon hochbringt. Ja, ne? Oder? Der wird schon Dorona finden, denke ich. Oder was denke ihr? Doch, ich rufe. Doch. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Eine Sturmtruppler-Einheit zu mir. Wo befinden Sie sich, mein Lord? Die Sturmtruppler-Einheit muss nur den Leuchtfeuern nach unten folgen. Sie wird mich auf dem Weg irgendwann finden. Sturmtruppler ist unterwegs. Mal sehen, wann der hier auftaucht. Wahrscheinlich, wenn ich ihm schon entgegenkomme. Also dieses Eistee-Energy-Zeugs, was ich euch gestern im Stream gezeigt habe, das schmeckt überhaupt nicht. Nicht gut. Die rote scheint da zu fliegen. Wann das? Ist der Sturmtruppler bei mir? Na gut, da muss er einfach nur Begleitschutz ausüben. Ja, du mal die Mission einfach ändere, oder? Ja, der die schon sah. Der hier auftaucht.
Ist dann das? Was muss in meiner Nähe so ein Geräusch verursacht? Und was rätst du? Jemand. Ich sehe nicht der Springer dahinter. Jetzt, wenn er noch Schüsse abgibt. Wo ist mein Sturmtruppler? Wie lange braucht er noch? Grüne Hose, das ist keiner von mir. Captain Phasma? Ja, wo mein Lord? Ich habe eventuell Feindkontakt. Oder wo ist Ihr Sturmtruppler? Es war zu dem Zeitpunkt kein Sturmtruppler zur Verfügung, mein Lord. Deswegen habe ich den Saboteur losgeschickt. Wie lange ist der schon unterwegs? Er sollte mittlerweile eigentlich schon bei Ihnen sein, mein Lord. Schicken Sie noch einen Sturmtruppler. Hier ist Feindkontakt. Ich werde selbst runterkommen. Die Sturmtruppler sind mal wieder nicht auffindbar. Wo ist mein Saboteur? Der Wahnsinn.
Okay. Was wir nicht wissen, ist, Saboteur ist gerade gestorben. Okay. Aber das wissen wir ja nicht, ne? Weil die Meldung müssen wir einfach ignorieren. Die Springer sind ja echt heftig geworden. Mein Kontakt scheint weg zu sein. Ich sehe nur noch. Okay, der zweite ist fertig. Muss der natürlich auch noch mitlaufen. Schau mal, dein Kollege schlaft schon mit. Also lauf doch du einfach auch mit. Lauf du mit? Schön. Ganz schnell weg. Los, komm. Na klasse, ohne Schafzaun. Oh klasse, wie viel ist denn das? Mein Lord. Captain Phasma, das ist die neue Kreatur. Wir hatten Das schon sieht mal, interessant aus. Kontakt mit dieser Kreatur. Ja, war aber nur ganz flüchtig beim Konnte ihr beim meinen Willen aufzwingen, zu gehorchen. Interessant. Es ist seltsam, dass die Sabotageeinheit 0815 noch nicht hier ist. Der Feindkontakt war auf dem anderen Ufer. Im Moment sehe ich sie nicht mehr. Vielleicht können sie weiter mit ihrer Blaster sehen. Da drüben läuft auf jeden Fall eine Person herum, mein Lord. Können Sie sie erkennen? Nein, das ist die Entfernung ist leider zu weit, aber sie läuft dort vorne unter der Brücke, unter der zerstörten Brücke herum. Von uns weg? Sah so aus. Könnte sein, dass sie uns entdeckt hat. Wir nutzen die natürliche Tarnung hier, um zu verschwinden. Ich werde das Schlusslicht bilden, mein Lord. Viele Bäume hier. Fass mal, passen Sie mit Ihrem Werkzeug auf. Es tut mir leid, mein Lord, aber ich habe versucht, die Kreaturen zu befreien. Sie haben sich festgelaufen. Seien Sie sparsam mit der Munition. Wer sind Sie? Halt, stopp! Captain Phasma, Feind voraus! Ach, Sie sind das, Imperator. Saboteur 0815.
Wo ist Ihre Rüstung? Ich habe sie nicht erkannt. Die habe ich im Gebüsch verloren. Gehen Sie sie holen? Man verliert doch nicht einfach seine Rüstung in der Mission. Captain Phasma, er ist unbewaffnet. Ich werde es alleine zum Lager schaffen. Begleiten Sie Captain Phasma. Wo ist sie? Wir müssten da schon wieder bestrafen für die Aussage. Deckt er doch jetzt komplett fest, meine Güte, ne? Die Mission scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein. Die Einheit ist immer noch nackt. Man schickt drei los, für Anna wieder anzuziehen. Sie sind immer noch nackt. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Die Mission war es, den Saboteur wieder auszustatten mit seiner eigenen Rüstung. Scheint die Mission nicht erfüllt zu sein? Nein, mein Lord, die Rüstung wurde leider zerstört. Aber er ist im Besitz seiner Rüstung. Natürlich, wir werden sie in der Basis wiederherstellen. Ach so, okay. Ich dachte, sie hätten sie nicht gefunden. Ich hätte die alle weiter suchen gelassen. Sturmtruppler, Tor aufhalten. Das Problem mit Dino durchs Tor. Mein Lord, rechts von Ihnen läuft noch einmal eine dieser Kreaturen herum, sogar zwei. Bringen Sie die anderen zwei ins Lager. Ich kümmere mich drum. Das ist natürlich praktisch.
Ist das so hohes Level? Komm schon. Nicht so viele Pfeile schlucke. Ich hab nämlich so viel. Hätte ich es gewiss, dass hier Ova und Kylos sind, wäre ich nicht in Ulna geritten. Na gut, kann man ja nicht wissen, ne? Weiß ich nicht geplant war, dass ich jetzt an Kylos tame. War halt der erste Dino, der mir über den Fuß gelaufen ist. Und da wir die jetzt tame können, können wir natürlich gleich mehrere Exemplare davon schnappen. Nur so gut die Springer kaputt machen, ne? Wir hatten das wo die Sättel angefertigt von der Paras, das war ich, oder? Weil ich sie beim Dings gesehen habe. Beim Schmuggler. Für den Ankühler habe ich diesmal nicht diese Möglichkeit. Schwierig. Ah, Captain Phasma. Wir benötigen eine Fleischaufbewahrungsmöglichkeit. Ich werde es sofort bei dem Architekten in Auftrag geben. Und dann das ganze gebratene Fleisch aus den Feuern holen, bevor es verbrennt. Jawohl. Wow, noch ein Kilo. Wahnsinn. Was ist denn das?
Und es muss mehr von dieser Betäubungspaste hergestellt werden. Architekt Captain Fassmann sucht sie. Danke, mein Imperator. Mein Imperator, ich habe Meldung zu machen. Ich habe noch einen Sturmtruppler FN2188. Sprechen Sie lauter. Ich habe einen geheimen Pfad entdeckt, welchen ich noch versperren konnte mit einem Tor. Dem offenen Plateau. Ein geheimer Zugang. Ist das weit von hier? Es wäre ein bisschen zu laufen. Aber man könnte uns erreichen. Aber was jetzt nicht mehr geht. Wir haben es bereits gesichert. Ja, mein Imperator. Deswegen waren Sie so lange weg. Alles klar. Wie gesagt, Captain Fasma möchte Sie sehen. Gehen Sie erst mit dem Breitmäulern schwarze Bären sammeln. Wir brauchen ganz viele davon. Captain Fasma, Sie werden auch die Bettruhe einhalten müssen. Alle Sturmtruppler dann zurück. Captain. Muss ich, ob es an die Nachtwache denkt. Ich gehe kurz nur an Kylos gucken, dann muss ich mich natürlich auch hinlegen. Der liegt noch, der liegt noch. Am Morgen, wir bräuchten dann unbedingt eine Möglichkeit, unser Fleisch länger frisch zu halten, denn im Lagerfeuer wird es uns verbrennen und in den Kisten wird es zu schnell verfaulen. Ich habe da mir schon eine Konstruktion zurechtgelegt. Nun gut, aber jetzt zu Bett. Ei, ei. So, jetzt liegt mein Bett. So, wie schnell tickt dann die Nacht? Was haben wir dann da? Oh, guck mal. Gestellt bekommen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat sie Nachtwache aufgestellt? Das kann der Mama kurz im Chat schreiben. Ist eine Nachtwache gestellt worden? Sind alle Sturmtruppler zurück? Oh, da läuft noch einer rum. Wer ist denn da noch nachtaktiv in der Base? Die Sturmtruppler hören nicht. Und ich sehe da noch. Laterne Wacht 15. Gehen Sie zu Bett. Nachtruhe muss eingehalten werden. Jawohl. Glaubst du, sieht, dass der da im Schrank steht? Also ich sehe es.